Wir sind angekommen in Welt 3 und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Ich musste aufgrund von Krankheiten tatsächlich erneut ein klein wenig pausieren, aber das sollte kein so großes Problem sein. Ich habe jetzt zwar eine etwas längere Zeit nicht mehr gespielt, sollte aber, wie gesagt, trotzdem irgendwie möglich sein, auch wenn wir hier in Welt 3 sind. Und damit das allererste Mal wirklich blind mit dem Let's Play, sollte, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein paar Fails am Anfang kommen, aber der Rest klappt schon. Das habe ich schon beim Spawn gesehen, dass da ein wenig reingezoomt wurde und dort was lag. Und diese Blöcke, die hatten wir auch schon im allerersten, in der allerersten Welt. Und sollst du ein Vogelstrauß-Verschnitt sein? Ich meine, die langen Beine. Könnte möglich sein, naja. Oh, ich hasse dich. Erstmal wieder reinkommen und direkt von den ersten Gegnern getroffen werden, fängt schon mal gut an. Okay, ich verstehe. Nicht so geil. Das lief nicht gut. Also, nochmal zurück. Habe ich dich verpasst? Ich glaube, dich habe ich übersehen. Müssen wir wieder daran gewöhnen, hier auf diese ganzen Kleinigkeiten zu achten. Okay, den können wir auch einfach überrollen, das ist gut zu wissen. Nein! Wie soll ich denn da jetzt jemals dran kommen, Mann? Ich glaube, das wird nichts mehr. Lebt einer von euch wieder? Nein. Ich meine, die KNGs will ich schon beim ersten Versuch mitnehmen, von daher muss ich mir das hier nochmal ein bisschen antun, wie es aussieht. Okay. Also, geht doch. Einfach den A-Knopf gedrückt halten, wie bei Mario, funktioniert die nämlich nicht. Habe ich schon wieder vergessen, dass das nicht mehr so war. Wie gesagt, ein bisschen länger nicht gespielt. Muss da schon den A-Knopf nochmal drücken. Okay, man kann nicht auf dich drauf springen, gut zu wissen. Okay, gut, dass ich die nicht kaputt gemacht habe. Gut, dass ich das nicht kaputt gemacht habe. Allerdings so Diddy als Backup, wenn man erstmal wieder reinkommen muss, ist schon eine schicke Sache. Den werde ich jetzt erstmal vermissen. Okay, ich kann nach da oben. Dafür muss ich wahrscheinlich an das Ding da dran. Diese komischen Feuerdinger mag ich nicht. Okay. Ich mag sie nicht. Halten wir das mal fest. Kein Checkpoint erreicht. Das heißt, unsere kleinen Problemchen hier. Ach, leck mich doch. Unsere kleinen Problemchen hier gleich am Start, wenn wir erneut haben. Das ist schon mal sehr gut gelaufen. Ich schaff das irgendwie nicht. Ich krieg das gerade nicht hin, im richtigen Moment A zu drücken. Ohne Diddy wird es jetzt echt nicht einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ja, kann ich. Aber weiter werde ich wohl nicht kommen. Ich hab's angekündigt, Moment lang nicht gespielt, es könnte erstmal zu ein paar Fails kommen. Kann ich dich. Ich wollte gerade fragen, ob ich den löschen kann, indem ich den halt auspuste. So. Wenn es schon auf den einfachen Weg nicht geht, dann nehme ich einen etwas komplizierteren. Das haben wir hier schon, deswegen kann ich das ignorieren. Oh Gott. Ja, alles super. Und jetzt erstmal das Bonuslevel verkacken. Moment, wie soll ich denn da oben an das Ding noch drankommen? Das wird nicht einfach. Ich habe es auch, glaube ich, schon ein bisschen verkackt. Nehmen wir erstmal die ganz oben. Ich glaube, man sollte hier eher von oben nach unten gehen. Wobei, das geht noch. Geht eigentlich noch klar. Das schaffen wir, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht versaue. Jawohl. Ich glaube, es war ein neues Bonuslevel. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Es liegt ja schon ein bisschen her. Kann auch sein, was wir schon mal hatten.
Aber ich frage mich jetzt, wie ich jetzt da oben an das Ding drankommen soll. Oh, hier war noch ein Herz. Hab ich wieder vergessen. Gut. Also, wie soll ich... Wie soll ich denn an das Ding drankommen? Hörst du dich? Ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen. Vielleicht funktioniert das. Ich meine, hier ist das... Oh, ja. Muss ich dafür etwa noch ein bisschen schneller sein, irgendwie? Ich dachte, hier wäre vielleicht noch eine Plattform, wenn ich noch in dem Rhythmus bin. Ich habe keine Ahnung, da oben war auf jeden Fall noch eins von diesen Diaden-Dingern. Und ich weiß nicht, wie ich an das rankommen soll. Ehrlich gesagt. Ah, okay. Ignorieren wir das. Wird ja kein KONG-Buchstabe sein. Nur ein Puzzleteil, dann werde ich das wohl nachreichen müssen, wenn es am Ende fehlt. Also wenn es eins war, dann wird es uns am Ende fehlen. Das ist jetzt klar, aber ihr versteht schon, was ich meine. Oh Gott. Also wenn man es mit Didi schon nicht hinkriegt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Okay. Nicht gut. Jetzt wieder. Kann ich irgendwie noch an das Puzzleteil ran? Oder habe ich das jetzt versaut? Ich glaube, das habe ich jetzt versaut. Wie hätte ich das denn bekommen sollen? Hm. Na gut. Das haben wir auf jeden Fall schon mal mindestens eins verpasst. Also muss das Level so oder so nochmal neu machen. Oh shit. Oh shit. Hallo. Und es sieht so aus, als müsste ich nochmal in den Hintergrund. Ja, sieht nicht nur so aus, ist auch so. Oh mein Gott! Fuck off! Ah, das war so gefühlt der vorletzte Sprung oder so. Na gut, ich hätte noch den Hintergrund gemusst, aber da war zumindest aktuell noch keine große Gefahr zu sehen. Oh. Gut. Ich dachte, selbst wenn ich jetzt sterbe, kommen wir da vorne direkt beim Checkpoint wieder raus. Wäre ja kein Problem gewesen, weil das Puzzleteil gespeichert bleibt, aber hätte ich mal eher hinschauen sollen. So, das kann man bestimmt auch einsammeln, ohne getroffen zu werden, aber muss jetzt ja nicht sein. Wir haben das Leben ja. Kann man gleich mal ein bisschen angeben. Sehr schön, da ist die auch schon wieder weg. Hätte ich mich mal vorher nicht treffen lassen. Hallo, ich hab mich doch geduckt. Ach, leck mich. Sterbe ich beim letzten, ich sehe schon kommen. Okay, vielleicht nicht. Diese komische Achterbahn im Hintergrund sieht lustig aus. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier wieder ein Schienenlevel haben werden. Was uns da lang führen wird. Ah, ich hätte bestimmt auch drauf gekonnt. Ja, hätte ich. Ich hätte aber auch schneller sein können. Aber wie hätte ich ihn da drauf gesollt? Das ist ein geiles Leben, Bananen. So, Kerzen, bringt ihr mir was? Ja, schon wieder. Alles einzusammeln. Ich hätte mir vorstellen können, dass es was bringt, hier drin alles einzusammeln. Aber das haben wir erfolgreich auch nicht hingekriegt. Ah. Okay. So kommt man da so hoch. Aber du stehst dann an einem sehr ungünstigen Ort, mein Freund. Wenn dann Puzzle da drin ist, einfach nur einmal einsammeln. Sehr schön. Und dann weg mit dem Scheiß. Denn das habe ich gesehen. Das G. Und könnte es gewesen sein. Ich glaube, ich hätte da oben lang springen sollen. Aber weiß ja nie so wirklich, was der richtige Weg ist.
Beispiel hätte ich doch nicht lang springen sollen. Egal. Ich habe irgendwie dann doch mal geschafft, ein Level hinzubekommen und das ich länger nicht aufgenommen habe. Und es war tatsächlich nur ein einziges Positär, was uns fehlte. Diese Ranke war trotzdem aus irgendeinem Grund. Nee, doch, die hätte was sein müssen, wenn man das Positär nachträglich eingesammelt. Was ich offensichtlich übersehen habe. Na, keine Ahnung, wie man zu dieser Ranke da hinkommen soll. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Man weiß es nicht. Man merkt daran, dass ich ein bisschen länger nicht aufgenommen habe, dass ich natürlich mal wieder praktischerweise vergessen habe, einen Timer zu stellen. Also muss ich wahrscheinlich nach diesem Level, oder wenn das jetzt schnell geht, nach dem nächsten Level mal ganz kurz zum Timer gehen. Um zu schauen, was denn da so, wie weit wir denn sind. Okay. Oh shit. Alles gut. Das sieht aus wie ein Fasslevel. Oder auch nicht. Das sind zwei sehr, sehr schnelle Puzzleteile direkt am Start. War jetzt die Schwierigkeit, da dreimal drauf zu stampfen? Oh. Nein, die Schwierigkeit ist dann, das Ding hinzubekommen, okay? Ich verstehe. Es ist da scheinbar wirklich ein Fasslevel. Also viel zu verpassen. Weil ich das Timing jetzt wahrscheinlich nicht mehr draus haben werde. Oh mein Gott. So. Was habe ich gesehen? Ein drittes sehr, sehr schnelles Puzzleteil. Sind wir das dieses Level wirklich sehr kurz? Was komisch wäre, da wir noch kein KONG haben. Ah. Okay, kannst du mich auch nach da links schießen? Kannst du? Mhm. Aber hilft nicht! Ach, komm schon. Warum kommt man hier noch keinen Dixie? Respawnen wir das Viech mal kurz. So. Sollte hier von der Distanz erreichen, wenn das Viech mit der Guckel hier unten auch schon respawnt. Ist ja wohl. Ich hasse dich. So, jetzt aber. Das war wirklich ein knapper Kram. Oh, hi. Was muss ich tun? Muss ich die alle vernichten? Scheinbar. Ah, I see. Es ist ein Fasslevel. Wir haben bislang nur das K, aber schon 3 von 7 Puzzleteilen. Das ging, die ging alle sehr, sehr schnell. Wahrscheinlich, wenn man hier bei diesen Dingern nicht so leicht welche verstecken kann. Ich sehe hier doch schon irgendwo was versteckt. Ich weiß doch jetzt schon, dass hier irgendwo was versteckt ist. Zum Beispiel da unten in dieser brüchigen Wand. Versuch's und es ist richtig. Puh, das war jetzt wirklich nur geraten, aber ich habe es irgendwie gehofft. Nein, ich hab's. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, machst du jetzt Safe 2 oder versuchst du noch ein drittes? Ach, ein dritter klappt bestimmt noch, okay. Da habe ich schon dieses super geile Versteck gefunden und es dann trotzdem versaut. Oh mein Gott, da schaffe ich es auch, das Viech drauf zu springen, mir das O zu holen, aber sterb dann, weil es nach hinten austritt. Naja, ich habe es nur gemacht, damit ich weiter schon zum Puzzleteil bekomme. Hat mit nichts anderem zu tun. So, so, so. Alles klar. Diesmal am besten die nicht verlieren. Die wohl gar nichts, die Viecher. Wobei ich das O immer noch als sehr... Oh, als sehr knifflig einschätze. Jetzt habe ich mich so auf das O konzentriert, so in Gedanken nochmal die Situation durchzugehen. Habe ich da überhaupt die Möglichkeit, nach vorne und nach hinten zu gehen?
Wenn ich den Sprung versaue, kann ich den Vogel wahrscheinlich respawnen. Das alles habe ich jetzt gedacht. Und hat dabei überhaupt nicht auf dieses Drecks-Ding da geachtet. So, danke fürs K. Drecksvögel, die halten hier den ganzen Laden auf. Komm her jetzt. Okay, auf ein drittes. Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja. Also gucken wir mal, ob es auch hier so ist. Wobei das hier ist der zweite Versuch ist. Und hier war eben nicht aller guten Dinge drei, weil da habe ich dreimal geschossen, wurde dafür bestraft. Geht doch. Gut, Puzzle-Time auch sicher. Müsste das vierte sein, was wir eingesammelt haben von sieben. Dass wir jetzt hoffentlich das O bekommen. Genau das habe ich befürchtet, ey. Oh, das war so klar. Aber ich habe genug Platz, um es zu respawnen, wie es aussieht. Hoffe ich zumindest. Wehe, wenn nicht. Och, leck mich doch fett am Arsch. Dann kann ich mich jetzt nochmal umbringen, oder was? Hier ist doch nirgendwo ein Speicherpunkt. Leck mich! Oh Mann! Moment, ich gehe da einfach nochmal rein. Reicht das, um den Vogel zu respawnen? Nein, komm schon, Vogel! Okay, dann gehe ich jetzt so nochmal zurück. Das sollte ja reichen. Wow. Ich sterbe hier noch vorm Checkpoint, ich sehe es kommen. Nur weil dieser blöde Vogel nicht respawnen will. Ah, da ist er. Okay. Ganz ruhig. Na, also. Jetzt zum Checkpoint. Alles klar. Alles abgespeichert. Alles gut. Und da kommen wir direkt zum fünften von sieben Puzzleteilen. Wir könnten mal wieder ein Level auf Anhieb zu 100% schaffen. Oh Gott, wegen dieser einen Fuck-Banane habe ich jetzt versaut. Ich darf sowas nicht sagen. Ich könnte es immer wieder auf Anhieb 100% schaffen. Leck mich am Arsch und sage ich sowas. So, kurz umbringen. Belongs haben wir ja noch genug. Keine Ahnung, warum die Gegner diesmal nicht mehr da sind. Finde ich aber ganz in Ordnung. Okay. Eigentlich meiner Meinung nach eines der leichtesten Rätsel hier. Oder eines der leichtesten Bonusräume. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich da so verkacken kann, wenn man weiß, dass man hier noch schön so ein bisschen links und rechts steuern kann in der Luft. Ist das eigentlich kein Problem. Muss man halt nur grob die Richtung treffen. Und dann hat man auch so viel Zeit übrig. Man darf halt nur nicht zu viel riskieren, so wie ich eben, weil man hat wirklich mehr als genug Zeit übrig. Man muss da nicht irgendwie noch auf Teufel komm raus, jetzt unbedingt noch in diesem Versuch die Banane bekommen. Oh shit. Oh shit. Und den letzten. Hallo, um die Dinger wegzubekommen? Ich dachte, dafür hätte ich mich auch einfach hier rechts hochschießen können, aber dann ist es mir scheinbar gar nicht weit genug gegangen. Ich wusste doch, dass ich irgendwie den Gegner auspusten kann. Wahrscheinlich kann ich nicht die blauen auspusten, sondern die hier nur. Wo komme ich jetzt her? Das war bislang nicht schwierig bis hierhin. Ich meine, auch da beschwere ich mich natürlich nicht darüber, dass ich Herzen bekomme. Das ist nur etwas verwirrend. Zieht das Gras nicht an? Eins von beiden muss hier ein optionaler Weg sein. Die sind echt gar nicht mal so schlecht dabei.
Würde ich einfach mal so behaupten. Da habe ich halt nur das N nicht verpassen und sowas darf ich halt auch nicht sagen. Warum sage ich das? Okay, ist das richtig? Macht das Sinn? Auf jeden Fall Sinn, um ans N zu kommen. Alles klar, Checkpoint mit N. Jetzt gibt es noch ein Puzzleteil. Und das G. Kurze Level wird das definitiv nicht. Das wirkt ein bisschen wie ein Rätselraum. Alles klar. Oh. Ja, okay. Haben wir auf jeden Fall einen festen Rhythmus. Diddy ist das uns jetzt zigtausendmal einfacher, also wir sollten ihn auf gar keinen Fall verlieren. Ich muss doch da oben links, da ist das letzte Puzzleteil, da bin ich mir sicher. Weiten Sprung vielleicht? Yes! Okay, letztes Puzzleteil. Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh. Ja, ist ja gut. Sagt mich, dass es so ein Timing-Scheiße wird. Natürlich wird es ein Timing-Scheiße. Oh Mann! Okay. Wir haben scheinbar drei Fehlversuche. Oder dürfen uns drei Fehlversuche leisten. Puh, das war knapp. Zwei haben wir noch. War wunderbar. Ist doch kein Problem. Gut, dann schaue ich mal kurz auf den Timer. Und der sagt nicht nur, dass wir das Level hier vollständig haben, sondern dass wir auch bei 22 Minuten sind. Von daher werden wir noch ein drittes Level in diesem Part machen. Wobei wir vorher erst einmal kurz in den Shop vorbeischauen, da wir einen Schlüssel brauchen. Außerdem weiß ich jetzt schon, ich kann mir ein paar Squawks auf Vorrat kaufen. So. Auf Wiedersehen. Das ist das obere jetzt das dritte oder das untere jetzt das dritte Level? Scheinbar besteht diese Welt aber nur aus 6 Leveln. Ich weiß nicht mehr, wie das in den früheren Level... Welten war. Ich sag zu vielen Sachen Level. Das ist Level 1, Level 3 in Level 1, ne? Nein, das ist Welt 3. Und hier scheint es insgesamt 6 Level zu geben. Plus das K-Level natürlich am Ende noch. Und den Boss. Also wenn wir jetzt 3 schaffen in diesem Part, dann werden wir im nächsten wahrscheinlich die Welt schon beenden. Es sei denn, wir kommen dann richtig scheiße voran. Ist aber auch möglich. Vorne zum Brunnen. Sind wir jetzt auf dieser... Sieht so aus, wenn wir jetzt auf dieser... Wo ich dachte, es wäre eine Achterbahn drauf sind. Vielleicht kommt jetzt hier tatsächlich noch der, die Schiene. Nee. Das wurde eher ein Rutschlevel dann. Wo ein bisschen Timing gefragt ist. Und schon sind wir wieder am Strand. Irgendwie... waren wir hier schon mal. Ich habe nicht damit gerechnet, hier nochmal zurückzukehren. Ach, jetzt muss
muss ich euch ernsthaft darüber lotsen? Nee, da ist nichts anderes drin, außer diese blöden Bananen auf der anderen Seite. Ja, nice. Moment, hier schon Nummer 3? Soll ich das von dem da links ablenken? Oh, hier muss man schnell sein. Warum sind wir denn wieder am Strand? Okay, komm mal hier hin. Alles gut. Oh Gott, da kommt der nächste. Na gut. Hallo Schiffchen. Oh, das ist gleich ein Bonus-Level. Ich hasse mich. Oh Gott. Kann man nur so schlecht sein. Beste Frage für mich ist, was ist das hier? Ich dachte, das wäre Bonus. Bin ich jetzt außerdem doch den richtigen Weg gegangen mal wieder? Oh, ich kann mal nicht drauf hüpfen. So ein bisschen. Irgendeine dieser Kanonen wird definitiv ein Puzzleteil drin sein. Oh, ich hasse diese Krümmen. Der Krebs ist mir egal. Ist egal, was ihr seid, ja? So egal seid ihr mir. Jetzt haben wir Diddy nicht mehr. Es wird ganz schlimm. Muss ich jetzt auf das Schiff? Ich muss da tatsächlich aufs Schiff. Okay. Kaputt, dann kommt das Video nicht so schnell hinterher. Dass die Kanonen jetzt nicht abfeuern müssen, weiß ich jetzt auch. Das N habe ich da vorne eben auch schon gesehen. Also so schlecht dabei sind wir auf keinen Fall. Ich muss irgendwie nicht da runterkommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal weiter als eben, weil hier habe ich es eben nicht hochgeschafft. Ah. Also, bevor wir den Checkpoint aktivieren, schnell noch das N mitnehmen. Ansonsten muss ich mir das jedes Mal neu holen. Das wäre dumm. Also, jetzt den Checkpoint aktivieren. Wunderbar. Das da oben links habe ich gesehen. Oh, shit. Das ist ein cooles Level, aber ich frage mich, warum man das in diese Welt gepackt hat und nicht an den Strand. Das hat man ja von weitem schon gesehen. Mir fehlen aber, glaube ich, eine ganze Menge Puzzleteile, wenn da hinten schon das G war. Okay, könnt ihr das mal kaputt machen? Ah, ist das Puzzleteil. Ein Herz wäre ganz schick, danke. Ja, das ist kaputt. Okay, noch ein Bonuslevel. Nö, mein Hasslevel. Erstmal alles oben sammeln und das hier holen. Dann darüber und dahin. Ach, nö, ich schaff's nicht. Ich hasse dieses Bonuslevel, ich krieg's nicht hin. Ich spring da jedes Mal rum drunter unter dem Kack-Drecksteil. Ach Mann.
und ich werde sicherlich irgendwo was verpasst haben. Komme ich trotzdem noch dran? Ja, oder? Ach, komm schon! Ach, komm schon! Nichts mehr gelingt. Ah, geht doch. Okay, das geht. Toll, dass ich das G habe. Also jetzt ist es mir davon, den Captain zu bashen und ich weiß nicht, wieso der uns jetzt getroffen hat, weil ich eigentlich gerollt bin, aber gut. Gut, dass wir den jetzt direkt kaputt gemacht haben. Auch praktisch. So. Jetzt hier hin. Über ein Herz. Das mal vorher. Okay. Nochmal der ganze Versuch hier. Ja, damit ich da nicht zu oft dran scheitern muss. Okay, sieht doch schon mal etwas besser aus. Geht doch! Ich werde definitiv eins verpasst haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt schon das G haben, dass hier noch zwei weitere Positionen. Oh, es fehlt nur eins. Da oben sind noch ein paar Kisten, die auffällig sind. Wer weiß, wer weiß. Mach die mal kaputt. Irgendwas muss der Kram ja gut sein. Aber für ein Herz. Lass es da mal liegen, wenn das geht. Das auch. Oh, nicht gut. Okay. Alles gut. Hab ich ja die ganze Zeit gesagt, dass alles in Ordnung ist. Okay, ich muss noch ein Stück weiter, ich verstehe. Ich wollte mich kurz absichern, wo ich mich jetzt hier auf dem Schiff befinde. Ach, komm schon! Es muss doch irgendwie möglich sein, da raufzukommen. Oh, ich werde noch sterben hier. Ich muss da jetzt... Tut mir leid, aber jetzt muss ich leider. Werde ich das letzte Puzzleteil vielleicht nicht mehr bekommen. Aber nach der rechts aufs Schiff komme ich wohl leider nicht mehr. Vorstellen, dass das auch war, weil, naja, was soll da sonst sein? Man konnte da auf jeden Fall hin, also da wird noch was gewesen sein. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle aber mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir ja, in die zweite Hälfte von Welt 3 hineinschauen. Also bis dann und auf Wiedersehen.